Tag zusammen und willkommen zurück zu einer neuen Folge Skyrim. Also ich bin jetzt das letzte Tier gewesen. Was meint ihr, meine Liebe? Kann sich eine ja, der Helm sieht scheiße aus. Hier an der Seite eines so alten Knackers wie mir vorstellen? Was labert er denn die ganze Zeit? Habt ihr schon etwas für uns? Nein. Nein. Wie kann ich das? Hab gerade erstmal geladen, Mann. Da kann ich doch noch keine Quest gemacht haben. So, Kaffee ist fertig. Den werde ich mir mal hier schnappen. Lecker Kaffee. Was war das? Leute. Ha! Lydia, was machst du? Ja! Oh. Der ist von Talmor. Nein, mein Dings ist leer. Mein Schwert. Rüstung 0? Hä, wofür sind die denn? Wieso haben die Rüstung 0? Da stimmt ja irgendwas nicht. Ey! Himmelsrand gehört den Nord! Ihr hättet euch nicht in die Angelegenheiten der Talmor einmischen sollen. Lass Lydia in Ruhe. Haben die auch Rüstung 0? Ne, die haben Rüstung. Trotzdem komisch. Eine Fackel. Fackel. Hey! Achso, ich muss ja mein Schwert aufladen. Warte mal. Warte mal. Ist echt schon wieder leer? Yo. T. Gewöhnlicher Seelenfleck. Kann ich das nochmal aufladen? Was habe ich jetzt verbessert? Hä? Das hätte ich aufgepasst. Auf jeden Fall ist das Schwert jetzt wieder voll. Wie viel Aufladung hat das jetzt? Okay. Kann man jetzt nicht mehr machen, weil es voll ist. Blablabla. Aber es steht jetzt auch nicht, wie viel Aufladung das hat. Hallo? Ein großer Sack. Den habe ich. Oh, nee. Nee. Das wäre zu einfach. Guck mal, hier kann man runter. Was soll ich denn machen? Na. Ja, ich muss anscheinend da sogar runter. Ja, weg hier. Soll ich gerade mit Shift weiterlaufen? Wie bei Minecraft. Was ist das? Kann ich nicht. Ah, was? Krug. Nee, Krug brauche ich nicht. Was steht denn hier rum? Zaubertrank der Illusion. Und raus hier, Lydia, raus hier. Gehege? Rattenweg-Gehege? Da ich ja so gut ins Schloss knacken bin, auch ist ja so ganz wichtig. Können wir es ja mal ausprobieren. Ha! Also das wäre ja auch zu einfach gewesen. Sollen wir mein Mauspad richtig hinlegen? Wo? Wo denn? Hier. Nein! Nein! Na, oh! Oh, wie wir erschrocken. Nein, ihr werdet mich niemals finden. Hallo? Geht weg. Geht weg. Geht weg. Gnade. Ich weiß jetzt nicht, warum ich die getötet habe, aber die wollte wegrennen. Also habe ich sie immer getötet. Tintenfass. Tunika mit Gürtel. Ein Eimer hast du dabei gehabt. Verbrannt. Den Eimer möchte ich aber jetzt nicht gerne sehen. Ist so dunkel, ich sehe hier gar nichts. Aber scheint nichts zu sein. Wo soll ich? Ach, da oben. Über hier?
Das war, ich glaube, Silvan. Hallo? Da. Wer bist denn du? Ihr glaubt nicht, dass Hoffnung besteht, oder? Ich auch nicht. Er hat recht. Ich hatte eine Medaille mit einem Gesicht darauf. Danach habe ich sie weggeworfen. Es hat nicht geholfen. Okay. Okay, ich gehe ja schon, Mann. Am Penner hier noch geklaut. Was gibt's denn hier noch so Schönes? Das ist ja sehr interesting. Was ist das hier? Ne, da war ich ja. Da bin ich ja hergekommen. Da oben ist noch eine Tür. Hallo? Willst du raus? Ich werde heute ein Blut essen, mein Schatz. Gut, will der mich essen? Wollte der... Kochmütze. Wollte der etwa mich essen? Pferdefleisch. Lecker. Das sind irgendwie so eine Knastzellen, so eine ehemaligen, so wie es aussieht. Jetzt wohnen da einfach Leute drin. Nee, da will ich jetzt nicht runter. Obwohl, warte mal. War was Abgeschlossenes? Ja, theoretisch müsste ich ja dann hier. Hopp! Ihr glaubt nicht, dass Hoffnung besteht, oder? Jetzt bin ich wieder bei dir. Ich auch nicht. Er hat recht. Wo soll ich jetzt hin? Da. Da soll ich hin. Mehr Türen sind auch nicht, ne? Warum kann man hier hochlaufen? Macht das einen Sinn, Lydia? Wahrscheinlich nicht. Verschwindet! Ach lol, Esbern. Mach die Tür auf, ich bin ein Freund. Was? Das bin ich nicht. Ich bin nicht Esbern. Ich habe keine Ahnung, wovon ihr redet. Da steht doch Esbern. Du lügst. Schon gut, Delfine hat mich geschickt. Delfin? Ach, woher? Also habt ihr sie endlich gefunden. Und sie hat euch zu mir geführt. Und jetzt sitze ich wie eine Ratte in der Falle. Delfin braucht eure Hilfe, um die Drachen aufzuhalten. Die Klingen haben nach mir gesucht. Ich bin ein Drachenblut. Im Rattenweg treiben sich Agenten der Talmor herum, die nach euch suchen. Ich mach mal das hier. Was sagt ihr da? Drachenblut? Dann gibt es doch noch Hoffnung. Oh ja. Ihr solltet besser reinkommen. Macht schnell. Es wurden Talmor-Agenten im Rattenweg gesehen. Ja, die habe ich gesehen. Die habe ich schon getötet. Los. Das dauert nur einen Augenblick. Oh. Der hier klemmt immer. So. Sind nicht mehr viele. Oh mein Gott. Hallo. Die Tür ist immer noch zu. Das wäre geschafft. Kommt herein, kommt herein. Na endlich. So, besser. Lydia ist noch. Können wir uns unterhalten. Aber Lydia ist draußen. Lydia? Ihr seid Drachenblut? Ist das wirklich wahr? Ja. Ja, Delfin schien es für wichtig zu halten. Wichtig? Weit wichtiger, als ihr klar ist. Falls ihr ein Drachenblut seid, dann gibt es doch noch Hoffnung. So lange Zeit konnte ich nur hilflos mit ansehen, wie unser Untergang näher kommt. Kannst auch... Achso, ich habe jetzt gar nicht aufgepasst. Ich habe gerade mit meiner Kaffeetasse gespielt. Sorry, Leute. Untergang? Ihr meint Rückkehr der Drachen? Drachen. Pah. Die kann man töten. Die Klingen haben in ihren frühen Zeiten als Drachentöter eine Menge von ihnen erlegt. Nein. Die Drachen sind nur das letzte Omen des Weltuntergangs. Weltuntergang? Buchstäblich das Ende der Welt? Oh ja. Die Prophezeiungen benennen die Omen des Weltuntergangs konkret. Und eins nach dem anderen ist eingetreten. Alduin ist zurückgekehrt. Genau wie es die Prophezeiung vorhergesagt hat. Der Drache vom Anbeginn der Zeit, der die Seelen der Toten verschlingt. Niemand kann seinem Hunger entkommen, hier oder im Jenseits. Alduin wird alles verschlingen und die Welt wird enden. Nichts kann ihn aufhalten. Außer ich. Der Drache, der die anderen von den Toten auferstehen lässt? Ja, ja. Ihr wisst es ja.
aber ihr weigert euch, es zu verstehen. Jo. Es ist nicht hoffnungslos, Espen. Ich bin ein Drachenblut. Das stimmt. Verzeiht mir. Ich musste so lange ohne Hoffnung leben. Die Prophezeiungen sind eindeutig. Nur das Drachenblut kann Alduin aufhalten. Wir müssen gehen, schnell. Führt mich zu Delphin. Es gibt eine Menge zu besprechen. Aber gebt mir nur einen Augenblick. Hoffentlich dauert es nicht so lange, wie deine Schlösser aufzumachen. Das werde ich brauchen. Nein, nein, nutzloser Tant. Wo ist meine kommentierte Anuade? Das Buch der Daedra? Was machst du denn jetzt? Ach, guck mal hier. Wurz, ich weiß, dass die Zeit knapp ist, mit. Aber ich darf den Talmor keine Geheimnisse hinterlassen. Der Feinschmecker, noch eine Sache, die ich mitnehmen muss. Was denn jetzt nun, noch? Das sollte wohl reichen. Oh, dann mal los. Ist ja hier alles eigentlich. Na komm. Da gehen wir mal zu Delphine. Ist da hier drüben? Oh, da sind jetzt in die Talmo. Vorsichtig! Nein, daneben! Boah, hat er ihn weggefetzt. Hey! Okay, der hält sich was aus. Der hat ja auch ein volles Schild. Bleib jetzt stehen, Mann! Das war gar nichts! Das war gar nichts. Tot bist aber trotzdem. Noch was? Warum hat er denn nie Gold dabei, dieser Scheißsoldat? Hier muss ich lang, komm. Espern? Kommst du jetzt? Komm, wir müssen los. Delphin wartet schon auf uns. Wow! Hab ich mich erschrocken. Der ist ja Zauberer. Okay. Wir müssen nach da oben irgendwie. Aber wie? Warte mal. Espern. Espern. Lydia. Oh, Lydia. Wie komme ich? Ist eine Treppe irgendwo? Nee, da bin ich hergekommen. Dann muss ich doch hier lang. War richtig, Espern, komm. Ich kenne den Weg. So. Da ist eine Kiste. Ach, guck dir das mal an. Nein! Warte mal. Ich habe hier noch so viel Essen dabei, glaube ich. Na, wie viel ist jetzt auch ein bisschen übertrieben. Hiervon muss ich auch noch ein paar Sachen essen, glaube ich. Da. Geweih. Gift entdeckt. Perle. Salz. Was ist das? Schlachterfischei. Einfach mal alles essen. Okay. Kann ich wieder... Ja. Siehste? Hat sich doch schon gelohnt. Wir müssen hier lang, Leute. Ich weiß, wo es lang geht. Wir müssen einfach nur hier lang. Das ist auf jeden Fall richtig. Weil ich weiß, wo es lang geht. Warte mal kurz. So. Ich weiß nämlich ganz genau, dass wir hier so lang müssen. Und dann hier lang. Braucht mir nur zu folgen. Ich kenne den Weg ganz komplett auswendig. Ach. Hier lang und dann ist man nämlich hier. Guck. Ich wusste das nämlich. Ah, den habe ich ja schon. Siehst du? Jetzt sind wir nämlich hier. Und dann müssen wir nämlich hier lang. Habe ich doch gewusst. Und schon sind wir da. Wenn ihr was trinken wollt, solltet ihr auch dafür zahlen können. Ich will ja nichts trinken. Und zahlen will ich schon gar nicht. Das ist eine Kiste. Nee, doch nicht.
Hier müssen wir lang. Guckt. Ich habe den Weg gefunden. Ich wusste den Weg schon vorher. Ich kann den nämlich auswendig. Der ist ja auch einfach, der Weg. Ist ja kein Problem. So, jetzt müssen wir hier nämlich. Was war das? Dann machen wir die Brücke so runter. Wir können dann hier lang. Und hier ist oh! Hier dafür hab ich mich erschrocken. Ja! Lass das sein! Eingemischt zu haben. Zack! Da war nämlich der Kopf ab, siehst du? Das kommt nämlich davon, wenn man... Den habe ich doch vorhin schon getötet, ne? Was war denn das jetzt hier für eine Notiz? Ich habe guten Grund anzunehmen, dass die Zielperson in den nächsten Tagen in Riften eintreffen wird. Zwar ist Diskretion erwünscht, aber die Eliminierung der Zielperson hat absoluten Vorrang. Die üblichen Vorschriften, wonach eine Aufdeckung eurer Identität vermeiden ist, gelten nicht. Ihr werdet nötigenfalls auf einen Posten außerhalb von Himmelsrand versetzt, ohne mit Sanktionen zu rechnen. Okay. Okay. Meine Freunde. Das war sehr interesting. But, wir müssen jetzt weiter. Ich kenne nämlich den Weg. So, jetzt sind wir wieder in Riften. Jetzt kann ich meine Waffen, glaube ich, wieder wegstecken. Theoretisch. Riften ist die Heimat der Schwarzdornbrauerei. Ah, fuck. Ich wollte doch lesen. Schützt euch richtig. Kauft Rüstung von Greka. Warte mal. Wo kann man denn hier mal hochlaufen? Ich glaub, wir müssen